Falls ihr demnächst vorhaben solltet, Urlaub zu machen oder angehender Trainer seid oder sogar beides, dann ist wahrscheinlich nicht nur Alola das richtige Ziel, sondern ihr benötigt wahrscheinlich noch so einen Koffer wie diesen hier, den wir heute natürlich einmal gemeinsam auspacken werden. Ja, gepackt haben wir den Koffer natürlich nicht selbst. Wir übernehmen dafür heute den, ich würde mal sagen, spaßigeren Teil, nämlich das Auspacken. Und während ich das mache, stelle ich uns heute einmal die heutige Frage. Und zwar ist das eine kurze, knackige mal wieder. Und zwar, welches Pokémon suchen wir hier? Oder welche Pokémon-Karte suchen wir hier? Maybe könnt ihr das ein bisschen ableiten zum heutigen Thema. Ja, maybe auch nicht. Werden wir am Ende des Videos erfahren und ich sehe schon, also ne, die Pappen hier, die werden wir uns wahrscheinlich nicht anschauen. Wir interessieren uns für diese echt schöne, schimmernde, also Leute, ich bin immer so Fan, wenn hier immer so schönes, schimmerndes Lila-Blau dabei ist. Und hier haben wir einmal die Zukunfts-Pokémon Eisendorn und Eisenkrieger und auf der Rückseite das etwas schüchterne Flatterhaar. Ja, und das nicht so schüchterne Brüllschweif. Und hier an den Seiten haben wir nochmal... allesamt, ne? Leute, wir gehen rein in den Koffer selbst. Wir schauen einmal, okay, leider ein bisschen falsch rum aufgemacht. Hier fallen uns schon mal die beiden, okay, sehr großen Münzen. Also, dass hier Münzen drin sind, wusste ich schon. Stand auch außen dran und das ein oder andere Video habe ich mir auch schon angeschaut. Okay, Brüllschweif und Eisenkrieger als Münzen. Leider ein bisschen sehr groß. Ich bin immer Fan von diesen Münzen, ich liebe die. Aber wenn sie noch so ein bisschen kleiner werden, ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber gut, wir haben hier Eisenkrieger als Reprint, als Holo-Reprint nochmal. Okay, Leute. Hier ist nochmal die Brüllschweif-Karte. Die ist halt super gut hier drin eingesperrt. Oh mein Gott. Ah, es hat echt wehgetan, die rauszuholen. Und sie hat hier dabei direkt schon Knick abbekommen. Wow. Okay, Leute, gebt euch den Code. Ich weiß nicht, was man online dafür bekommt. Wahrscheinlich nur die Promokarten. Und die Goodies wie die Münzen und so. Dann haben wir hier 6 Booster. Okay, mal gucken, was hier so dabei ist. Okay, wir haben nochmal verlorener Ursprung. Mega gut. An das Set habe ich sogar letztens nochmal gedacht, weil ich so dachte, die Aerodactyl-Altart, die bräuchte ich definitiv eigentlich noch. Ja, und wir haben hier eigentlich... mal wieder eine echt gute Mixtur dabei, ne? Freut mich. Dann haben wir mal wieder ein paar Stickerbögen und den Rest des Goodies dabei. Und zwar haben wir natürlich, es müssten 4 Stickerbögen sein, ne? Genau, wir haben einmal die beiden, dann haben wir die beiden nochmal und die alle 4 als runde Sticker. Okay, also wer sie gebrauchen kann, für den ist es definitiv was. Ich finde die Sticker eigentlich nie verkehrt. Ich persönlich nutze sie jetzt eigentlich nie. Ich verschenke sie dann eigentlich lieber gerne. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Mini-Sammelalbum für einzelne Promokarten oder so. Maybe für solche Holo-Reprints könnte man sie ganz gut nutzen. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. So, der Koffer war natürlich mit einigen Schätzen ausgestattet. Und mal gucken, mit was für Hits diese Booster hier heute ausgestattet sind, ne? Ich würde sagen, verlorener Ursprung heben wir uns mal bis zum Ende auf. Wir gehen heute einfach mal so rein, wie die Pokémon Company uns das hier heute bestückt hat. Und zwar als erstes mit Maskerade im Zwielicht. Haben wir jetzt zu Genüge, also nein, ich muss mich verbessern, zu Genüge nicht. Wir haben es reichlich geöffnet, ne? Wobei ist auch falsch. Also eigentlich reichlich ist es eigentlich auch nicht gewesen, ne? Wir haben es oft geöffnet, so. Und ich bin gespannt, ob wir hier jetzt in einem Random Booster nochmal was Geiles drin haben könnten. Eventuell! Und wir haben Fatalicia! Ey, hatten wir schon auf dem Booster Artwork oben vorne drauf. Aber, ich sag, so ein Exit, so direkt am Anfang. Alter, nice. Fatalicia winkt uns direkt entgegen und gönnt uns schon mal ein Schlückchen... von so einer Double Rare. Okay, dann haben wir Gewalten der Zeit. Weiß ich nicht. Gewalten der Zeit auch noch sehr, sehr viele Special Arts von den Paradox-Pokémon. Da haben wir 2 Stück gezogen. Vielleicht so eine Windewurge oder Keilflamme Illustration Rare. Also Special Illustration Rare.
Wäre noch mal geil. Aber ich stecke meine Ziele mal echt hoch, ne? Habe immer echt hohe Erwartungen. Und wir haben einen Impergator in Holo. Leute, wir haben jetzt Kamezin und Popo das Base-Set. Ja, so ein Miraidon Special Illustration. Ah, Leute, die Karten, die will man halt haben. Was soll ich sagen? Aber nein, ich wollte nochmal an euch appellieren oder fragen, nutzt ihr denn eigentlich solche Sealed-Koffer? Habt ihr dafür Verwendung? Oder sagt ihr, boah, nee, eigentlich lasse ich die vielleicht sogar zu und stelle mir die als Deko hier hin. Die Karte sieht irgendwie sehr blass aus, ne? Sah die schon immer so aus? Weiß ich nicht. Also ich persönlich nutze die Koffer. Man kann sie jetzt nicht alle nutzen, ne? Wir haben ja natürlich echt schon viele von geöffnet. Aber ich benutze sie, wenn dann gerne, eigentlich als Aufbewahrungsbox für halt genau solche Goodies wie diese Münzen oder Würfel! Okay. Leute, sorry für den, für die falschen Hoffnungen, für die falsche Hoffnung gerade. Ey, ungelogen, ne? Zu meiner Verteidigung. Es sah gerade echt so aus, als wäre das hier der silberne Rand mit Texturen. Aber es ist dann am Ende ein Eisenrad-Ex gewesen. Aber okay, Leute, wir nehmen auch gerne das mit. Ja, auch wenn Eisenrad so, ich glaube, von all den Paradox-Pokémon wahrscheinlich das Pokémon ist, welches ich am wenigsten mag. Weiß ich nicht. Irgendwie es sieht so verwirrend aus. Es sieht immer, ich weiß nicht, wo man hingucken soll, dass die Augen halt hinter dem Rüssel sind. Sieht irgendwie so, ach, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht die Leute vor den Kopf stoßen, die das vielleicht gerne haben. Okay, wir haben, ach ne, Siraplam haben wir jetzt einmal dabei gehabt. Wir haben Panflam. Wir haben das Palimpalim Illustration Rare. Alter, und Maskerade im Zwielicht enttäuscht halt absolut nicht, ne? Ha, ich weiß, warum ich dieses Set so mag. Und ich mit den allen Karten, die in den nächsten Sets vorkommen, weiß ich auch nicht, ob Maskerade im Zwielicht so schnell von meinem persönlichen inneren Thron gestoßen werden kann. Ich glaube es nämlich irgendwie nicht. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen, weil es hier Stellarkrone oder ne, so wie das übernächste Set heißen wird. So cool die Karten noch teilweise aussehen, aber bisher catcht mich da noch nicht eine Illustration Rare oder so. Oder, also Special Illustration Rare. Ach, man redet sich immer diesen Mund so fusselig, wenn man die ganzen Begriffe immer voll ausspricht. Aber egal, ich lasse mich noch gerne überraschen. Wir haben Raichu in Reverse. Wir haben einen Brüllschweif in Reverse. Und wir haben Fuegro. Ey, ins Zeug legen. Also der Koffer hier legt sich heute auch ordentlich ins Zeug, ne? Wir haben jetzt 4 Hits schon rausgeholt. Von der Menge her echt stark. Ja, von der Rarität her ist okay, ne? Also will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Okay. Verlorener Ursprung. Hier kann echt viel drin sein. Ich muss sagen, ich sehe bei einigen Leuten immer viele Schwert- und Schild-Sets oder Openings mal wieder. Okay, wir haben einen weißen Code. Ich hab's vergessen, dass die Codes Anja die Überraschung eigentlich schon direkt wegnehmen, aber okay. Ja, ich sehe bei vielen Leuten wieder viele Schwert- und Schild-Openings. Ja, es verschlägt einige wieder zurück, ne? Also ob Fusionsangriff oder silberne Sturmwinde oder halt verlorener Ursprung oder natürlich Zenit der Könige. Das sind so die krassesten Sets gewesen. Und wir haben, ja, wie schon angekündigt, nichts dabei gehabt. Aber, Leute, wie gesagt, wir haben diese 4 Hits und meine persönlichen Favoriten eigentlich heute sind die beiden Münzen. Endlich mal wieder Münzen dabei gehabt. Könnte öfter der Fall sein. Und, Leute, vielleicht habt ihr die Karte ja schon erkannt oder ihr habt es ungefähr hergeleitet, denn wir hatten ja heute so ein bisschen das Thema Urlaub oder Schulanfang. Und wenn wir nochmal zum Thema Urlaub und Alola gehen, dann könnte euch aufgefallen sein, das ist das Mantax aus Alola, ne, mit dem Artwork. Da gab es ja dieses Mantax-Surfen und so und dieses Artwork soll genau das nochmal zeigen. Leute, sehr nice, wenn ihr es erraten habt und sehr, sehr nice, wenn ihr noch ein Like und ein Abo heute da gelassen habt. Und wenn euch dieses Köfferchen heute gefallen hat, dann schaut definitiv mal in ein anderes Opening rein. Da haben wir nämlich auch schon Koffer geöffnet. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.